So, alle Spiele im Trend, damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt von einem Free-to-Play-MMORPG. Auf diesen Augenblick habe ich schon sehr lange gewartet. Gameforge hat angekündigt, dass im Februar 2013 Terra auf Free-to-Play umstellen wird. Das heißt, wer jetzt auf seinen Kalender schaut und es ist bereits nach Februar 2013, der kann Terra entweder kostenlos spielen oder es ist schon offline, weil anscheinend dieses Modell doch nicht gefruchtet hat. Los geht's! Und das sagt der Button, also klicke ich auch direkt an. Und damit geht's auch gleich ans Eingemachte, nämlich zur Charakterauswahl bzw. zur Charaktererstellung. Hier ist ein Charakter, den ich mir bereits erstellt habe, ein Hornling, so habe ich ihn genannt, nur um mein Interface anzupassen, mich mit der Steuerung vertraut zu machen, aber es geht natürlich direkt zur Charaktererstellung. Neuer Charakter, bitteschön! So, hier hat man die Wahl zwischen erstmal den Rassen, da haben wir die Menschen, ganz basic für die, die nicht auf was Ausgefallenes stehen, in männlicher und weiblicher Form, die stehen direkt vor ihrer Hauptstadt und dann sieht man auch ein bisschen so, sind die gut gesinnt, sind die böse, wie sind die so drauf? Weiter geht's mit den Kestenik, das sind die bösen Dunkelelf-Dämonen unter den Rassen hier. Da sieht man schon, also die trainieren den ganzen Tag für so einen Sixer, das ist schon mal nicht übel. Die haben gar nicht so lange Ohren, dafür extrem lange Hörner. Das sind praktisch die Aushängerschilder von Terra. Also diese Dame sieht man auf sämtlichen Packages, Screenshots, Wallpaper und so weiter. Die Amaren, das sind eher die großen und starken, aber es geht noch größer und stärker. Auch in männlich und weiblich, doch hier eher etwas zierlich gehalten. Dann haben wir die Bobori. Die Süßen, die kann man sich in sämtlichen Formen erstellen, mit Tigermuster, Hundeohren, Dackelblick und was man möchte. Also vielleicht auch eher etwas für die weibliche Zielgruppe. Gibt es nur in einem Geschlecht und ich möchte jetzt gar nicht wissen, welches von beiden das ist. Ich werde sicher nicht nachsehen. Dann haben wir die Elin oder die Elin mit ihren süßen Hasenohren hier. Auch eher an die weibliche Zielgruppe gerichtet, würde ich mal sagen. Also ich erstelle mir die jetzt nicht. Aber sehr süßes Volk. Dann die Baraka und das meinte ich mit es geht noch dicker, stärker und größer. Das sind die typischen Barbaren, Oger, Troll, Berserker Mixes. Und dann zum Abschluss noch die Hochelfen, die Metrosexuellen unter den Rassen hier. Aber auch sehr schön inszeniert. Die passen eher zu Zauberern, würde ich mal sagen. Ja, das ist die Palette an Rassen, also es sollte wirklich für jeden was dabei sein. Süß, groß, stark, normal, klein, böse, freundlich. Ich habe mich jetzt für die Kestenik entschieden, auch weil die das Aushängeschild von Terra sind und irgendwie die Bösen sind immer die Gangster. Also im Film gewinnen zwar nicht immer die Bösen, eigentlich gewinnen die nie, aber egal, wir stellen uns die jetzt und ändern einfach das Blatt und werden dann mal mit den Bösen gewinnen. Dann geht's zur Klassenauswahl. Und hier haben wir auch eine ordentliche Palette an verschiedenen Klassen und man kann sich, wer sich überhaupt nicht vorher informiert hat, hier mal ein wenig ansehen, was sie so können. Da sind mit einem Sternesystem Dinge bewertet, das finde ich aber eher etwas seltsam, ich werde dann gleich darauf zurückkommen, wieso. Kontrollstufe, also Verteidigungsfähigkeit, wie gut er verteidigen kann, wie gut er angreifen kann, wie gut er supporten kann. Aber wenn wir hier mit dem standardmäßigen Krieger den mit anderen vergleichen, dann sieht man, dass das nicht so ganz stimmen kann. Dann der Lanzer, der typische Tank, sieht man schon an seinem fetten Schild hier, aber er hat auch eine ordentliche Lanze. Der Zerstörer ist so praktisch irgendwie ein Zweihandschwertkrieger, also zwischen den ersten vier ist so im Prinzip gar nicht so viel Unterschied, aber man sieht schon, er trägt eine Lederrüstung und ist doch nicht so gut im Angriff, kann sogar heilen. Dann haben wir den Berserker, der kann anscheinend auch heilen. Der sieht mir ein wenig nach dem Zerstörer aus, also ich glaube, hier kann man nicht viel falsch machen. Dann der Zauberer. Natürlich muss es auch in jedem MMORPG irgendeine zaubernde Klasse geben, weil da gibt es eine riesige Zauberer-Fraktion. Der steht ganz lässig einfach nur im Stoff da. Dann ein Bogenschütze, der typische Scout-Kundschafter unter den Klassen hier. Natürlich agiert der mit Pfeil und Bogen, aber das meinte ich nun. Kontrollstufe 1 Stern, Angriffsfähigkeit 3 Sterne und hier 2 Sterne. Das heißt, man darf das nicht zu ernst nehmen, wenn ich jetzt mit dem Krieger vergleiche.
der hat ja hier überall mehr zum Beispiel, aber so ist es nicht. Die Klassen sind natürlich alle balanced. Auch sehr modebewusst, also Modebewusstsein hat er hier 10 Sterne. Ja, genau. Und der Priester, natürlich gibt es auch die echten Heiler. Sonst werden die Instanzen und Dungeons später mal wahrscheinlich eine harte Nuss. Und dann schlussendlich noch der Mystiker, der auch mit seinen zaubernden Händen agiert. Ich habe auf Facebook gefragt, welche Klasse ich denn nehmen soll, denn bei einem Let's Play, vor allem bei einem etwas längeren Let's Play wie zu einem MMORPG, ist doch die Klasse sehr entscheidend auch für das Gameplay. Und überraschenderweise lieferten sich Zauberer und Bogenschütze Waldläufer ein Kopf-an-Kopf-Rennen und schlussendlich hat der Zauberer gewonnen. Ich habe auch noch nie wirklich so einen Zauberer hochgespielt in einem MMORPG, in einem Let's Play. Deshalb ist das eine gute Gelegenheit und ich nehme mir jetzt den Zauberer. Sodala, und jetzt geht's so richtig ans Eingemachte, denn jetzt dürfen wir auch Hand anlegen. Was für ein Körper, wow. So, entweder ich erstelle mir alles selbst oder ich schaue mir erstmal ein paar Voreinstellungen an. Und zwar sind das diese hier. Zoomen wir mal ein bisschen hinein. Da wurden schon mal so Charaktere festgelegt, zwischen denen ich mich jetzt entscheiden kann. Am Anfang müssen immer kurz die Texturen laden, deshalb sieht das manchmal so etwas kantig aus. Aber das ist einfach so ein Vorladesystem, dass man schon was sieht, obwohl eigentlich noch nichts fertig geladen ist. Aber ich würde mal sagen, wir erstellen uns einen komplett eigenen, können da nochmal ein bisschen durchklicken und nehmen vielleicht gleich einen, der nicht mal so hässlich aussieht, dass man nicht alles umändern muss. Obwohl man sich da nie... Ich finde, die Charakterauswahl ist immer so schwierig. Da kann man sich so schwer nur entscheiden. Egal, fangen wir einfach mal an mit den Extras. Jetzt wird's interessant. Das sind mal gleich die Hörner. Sind irgendwie das Hauptmerkmal von dieser Rasse. Und gleichzeitig sind das auch die Haare. Das heißt, man hat dann nicht noch später die Auswahl von verschiedenen Haaren. Also, wow, die haben da schon einiges mit den Antennen. Ich weiß gar nicht, ob die da auch spezielle Radiosender mit denen empfangen können oder sogar angreifen, aber die sehen schon ziemlich furchteinflößend aus, vor allem der so richtig, boah, einfach nur sowas gibt's nirgendwo, richtiger Stier, keine Ahnung was, die manche finde ich eher abtörnend, ich nehme einfach mal die hier jetzt, so richtig böse, die leuchten noch nicht, dann sind es nicht so viel mit der Farbe und dann noch die Haarfarbe, was passt jetzt zu denen? Schade auch immer, was mit der Ausrüstung dann passt. Aber im Endeffekt, ich glaube, so ein Weiß schadet... Boah, das ist ja viel zu krass. Hier, genau, so ein dezentes Weiß schadet nie so wirklich. Das ist zu blond. So sieht man Berserker in Raiders schon aus. Gesicht. Gesicht, da gibt es einige Gesichtsformen, die man dann auch noch ein bisschen anpassen kann im späteren Verlauf. Aber ich nehme jetzt mal... Man darf sich auch nicht da ablenken lassen von den Tattoos. Die kann man dann immer noch ausstellen. Boah, das sieht mir zu böse aus. Ich will einen lieben Bösen. Also so einer, der schaut so aus wie, komm, gib's mir mal einen Euro, bitte, ich bin so arm. Der, oh, der ist zu viel geschminkt. Der, oh Gott, wieso hast, obwohl, oh, der hat so eine Narbe. Aber der sieht mir zu alt aus, das bin ich nicht. Obwohl es ja ein Rollenspiel ist, ich muss mich in seine Rolle hineinversetzen. Dann mit Bart, aber das sieht zu 3-Tage-Bart-mäßig aus, aber eher 2-Tage-Bart. Oh, ich glaube, ich nehme den. Der hier, der sieht doch gut aus. Der hat irgend sowas im Gesicht. Er ist nicht zu böse, aber man kauft ihm ab, dass er der richtige Gangster ist. Die Hautfarbe, ich weiß gar nicht, soll ich da groß was ändern? Bisschen hier so Solariumbräune. Oder doch hier Orangenhaut vom Anspritzen. Ich weiß nicht, ich nehme so hier. Es passt auch irgendwie zu den Hörnern. Verzierung. So, jetzt kommen wir wieder zu den Tattoos. Like a tattoo. Aber die Narbe bleibt. Die Narbe bleibt. Das gefällt mir. Das sieht mir zu symmetrisch aus. Also man hat hier echt in der Charaktererstellung schon mal... Wird man überrumpelt und kann seinen komplett eigenen Charakter erstellen. Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten hier der Anpassung. Ich glaube, ich nehme ihn direkt so. Oh, was hat er hier noch? Ein kleines Schönheitsmerkmal und Koteletten bis zum Elvis runter. Details, genau, jetzt kann man hier noch alles individuell anpassen. Also schöne Wangenknochen wie McDreamy oder hochgezogene Augenbrauen. Aber das sollte ich jetzt nicht zu viel verändern, denn ich finde, der sieht schon sehr ordentlich aus. Also das passt schon mal. Kleidung, keine Sorge, die Kleidung behält man nicht. Das ist lediglich eine Kleidungsvorschau, wie man später mal aussehen könnte. Hier so im Punker-Look. Was hätten wir noch? Gangsterjacke.
Also Winter darf hier nicht einbrechen. Und dann hier nochmal mit dickem Schal. Gut, das ist die Winterausrüstung. Ist egal, was ich da jetzt nehme, das habe ich sowieso nicht. Oh, Stimme, jetzt wird's interessant. Hallo? Boah, wie ein Ogre-Berserker. Okay. Das letzte hört sich zu sehr Goblin-mäßig an. Ich glaube, ich nehme die goldene fast Mitte, die 2. Sodala, Name. Oh mein Gott, jetzt wird's interessant. Jetzt habe ich natürlich nichts vorbereitet. Oh, ich hoffe, es ist noch nichts vergeben. Und jetzt bin ich gespannt. Kannst du den Namen nehmen? Nein, du kannst ihn nicht nehmen. Was kannst du nehmen? Kannst du diesen Namen nehmen? Ich glaube, du kannst ihn auch nicht nehmen. Alter Schwede, ich kann keinen Namen nehmen für meinen schönen Dämon, den ich hier erstellt habe. Oh Gott. Ha, Spielertrend ging doch. Juhu. Ja, ich habe meinen Namen und wir stellen es fertig. Was wird jetzt passieren? Was wird passieren? Oh, jetzt haben wir hier einen zweiten. Gut, der wird dann vermutlich gelöscht werden. Und hier rückt der Spielertrend in den Vordergrund. Und wir spielen jetzt einfach mal. So, lala. Ja, wohin genau? Anscheinend, weil ich mit dem hier schon zur ersten Insel der Dämmerung gelangt bin, kann ich mich jetzt entscheiden, möchte ich nochmal den Prolog spielen, also das Intro-Tutorial, oder gleich zur Insel. Ich möchte natürlich nochmal den Prolog spielen. Auf geht's. Wie spiele ich? Controller oder Tastatur? Natürlich mit der Tastatur, aber man kann auch einen PS3 oder Xbox 360 Controller anschließen und dann so zocken, was ich sehr genial finde. Aber jedem das Seine. Unsere Reise zur Erlösung sollte auf der Insel der Dämmerung beginnen. Und hier sind wir nun im Prolog, wo schon einige Spieler umhertaumeln. Hui, also jetzt, wo es Free-to-Play geworden ist, beziehungsweise wird, man kann ja jetzt auch noch eine Woche gratis antesten hier, wie man möchte. Ohne, dass es Free-to-Play ist, deshalb spiele ich es jetzt auch schon. Aber die Umstellung dauert eben nicht mehr lange oder ist wahrscheinlich, wenn man das hört, schon um. So, hier bin ich jetzt in der Welt, habe mein Interface schon angepasst. Das sieht normalerweise etwas anders aus, bis auf den Chat. Den wollte ich noch hier so runter haben. Und da gehe ich darüber auf meinen eigenen Tab, den ich mir zum Let's Play erstellt habe. Also, yo, das ist die Grafik, das ist das Interface. Normal ist die Lebensanzeige hier links oben und solche Sachen, aber das habe ich mir ein bisschen angepasst, so wie man es dann später wahrscheinlich auch brauchen wird. Gut, unsere erste Quest bei Adun. Wir wollten nur die Insel der Dämmerung untersuchen. Gut, die wollten untersuchen und ich bin bereit hier für das Tutorial. Da wird mir jetzt praktisch immer so angezeigt, eingeblendet, was ich tun muss. Nur mal ganz die Basics. Jetzt muss ich hier ein paar Sanitäter, denen da helfen. So, ich werde euren Bericht überbringen. 3 Stück gibt's hier. Und obwohl es gerade in etwa 9 Uhr vormittags ist. Oh, das sind ja alle Sanitäter. Ich dachte, das sind Spieler. Allerdings sind die Server sehr bevölkert. Es gibt auch verschiedene Kanäle, in denen man wechseln kann. Hier oben Kanal 1, da sind schon 5 Kanäle offen, wo man spielen kann. Das heißt, das sind praktisch wie andere Server auf einem Server. So Unterserver, wo dann alle Bosse wieder ab sind, alle Mobs wieder da sind und so weiter und so fort. Wow, hier raucht's. Die Soldaten umzingeln hier alle. So, und es gibt keine Maus, wem das schon aufgefallen ist und wer eventuell Games wie Raiders kennt. Sehr actionlastig, das heißt, mit der Alt-Taste hole ich mir meine Maus, kann dann verschiedene Sachen im Interface anklicken, aber die Maus braucht man eher nicht so. Ich habe hier wie in einem Shooter ein Fadenkreuz. Das zeigt schon, dass das Gameplay und die Kämpfe sehr actionreich und actionlastig werden. Aber das wird man schon alles sehen. Also ich freue mich wirklich sehr auf dieses Let's Play. Habe auch schon sehr lange darauf gewartet. Ich habe mir auch gedacht, warum, ganz ehrlich, warum macht ihr Terra nicht Free-to-Play? Es wird sich mit einem Abonnementmodell nicht halten können. Und jetzt ist es Free-to-Play. Auf der Anfangsinsel bin ich übrigens Level 20, da ist jeder Level 20, jetzt nicht nur ich. Und das heißt aber noch gar nichts, wenn man hier was stirbt oder was erreicht oder so, das zählt dann im Prinzip alles nicht wirklich dazu. Zum Endgame, das ist nur mal zum Kennenlernen des Games, also hier muss man sich nicht wirklich lange aufhalten, da sieht man mal einige Spieler und später trennen sich dann die Wege. Also hier stehen ein paar andere Spieler herum, die
genießt gerade die Umgebung und ich genieße ihre Umgebung und mache aber jetzt mit den Quests weiter beim Centurio. Der soll mich jetzt ausstatten, so wie es aussieht. Ausrüstung. Mal sehen, mal sehen. Heute ist euer Glückstag. Jawohl, gib mir den fetten Loot. So, lala, neue Ausrüstung mit I. Das Inventar öffnen und dann Rechtsklick. Um das anzuziehen. Hoppala, Hilfe. Nein, das habe ich doch umgestellt. Na gut, dann eben mit P. Das ist mein Charaktermenü. So viele Ausrüstungsslots gibt es. Und einfach mit Rechtsklick anziehen und mal schauen, ob sich mein Aussehen ändert. Ja, aber das vorige hat mir besser gefallen. Aber das ist hier stärker. Die Items sind nicht nur nach Level sortiert, wann man es tragen kann, sondern nach einer sogenannten Gegenstandsstufe, die man auch aus World of Warcraft kennt. Das heißt, man kann jetzt auf dem Maximallevel, welches momentan, glaube ich, Level 60 ist, kann man Items finden. So, was willst du? Ich muss, glaube ich, hier mal diese Sachen machen, die da stehen. Alt soll ich klicken. Da werde ich ja alt, aber ich glaube, die Quest müsste ich eigentlich noch abgeben bei dem. Und die Items haben praktisch selber ein Level, je nachdem, wie wertvoll die eben sind. Habe ich schon alles ausgerüstet? Was willst du von mir? Wo ist der Centurio? Wir müssen uns kennen. Oh, achtet gut auf 6 Uhr. 6 Uhr, das heißt, was willst du von mir? 6 Uhr, wieder zurück. Da brennt's. Da brennt's irgendwo. Warum kann ich nichts sehen? Und man kann auch im Profil sehen, welchen Level die Gegenstände insgesamt haben. Das heißt, da sieht man so in etwa, wie gut oder wie schlecht jemand ausgerüstet ist. Karte gibt's hier leider jetzt noch keine im Prolog. Das heißt, wenn ich M drücke, was typischerweise für Map, für die Karte in jedem MMORPG steht, da öffnet sich leider noch nichts, weil das eben hier die Anfangsinsel ist und da sind einige Features ausgestellt. Aber hier, das ist das Interface, das hole ich mir entweder mit Alt oder mit eben Escape und da habe ich das Profil, meine Fertigkeiten, da habe ich jetzt schon einige Sachen, weil ich Level 20 bin, aber im Endeffekt eigentlich noch gar nicht Level 20 bin. Dann, was haben wir noch hier? Das Questbuch, logischerweise, darf auch nicht fehlen. Inventar, dann die Karten sind noch versteckt. Aktivitäten und die Optionen, da habe ich schon einiges umgestellt, aber leider hat sich nicht alles gespeichert. Na, zum Glück das Interface. So, jetzt hier, meine lieben Soldaten, macht doch mal auf hier, würde ich sagen. Oh, ja, natürlich. Jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Das ist natürlich die Magierwaffe, eine Scheibe. Der trägt nicht irgendwie jetzt mal einen kräftigen Zauberstab. Und die muss ich natürlich auch noch ausrüsten. So, da, jetzt habe ich meine Expeditionsscheibe, die hinten an mir dran klebt wie ein Schild bei einem Tank. Und jetzt kann ich diese Quest auch abgeben beim Centurio. So, und jetzt will er, dass ich... Beziehungsweise will sie, dass ich der Adjutantin Bericht erstatte. Und jetzt geht es erstmal weiter. Das ist praktisch die Vorstory, wie man dann zur Insel der Dämmerung kommt, wo dann neue Helden geboren werden und sich gegen die bösen Mächte dieses MMORPGs stellen müssen. Was willst du hier? Stabsadjutanten ansprechen. Also wirklich alles hier, dass man mal mit dem Interface vertraut wird. Ich kann noch mal ein bisschen schießen hier. Also was habe ich hier? Feuer. Das sieht schon mal nett aus. Dann einen Rücksprung. Das wird ja alles auch mit Kombos geregelt. Wow, so viel hat man hier auf Level 20 schon. Das ist ja mal fein. Mit Kombos, die man nacheinander einsetzt und gliedert. Kettenfertigkeiten wird das hier genannt. Das heißt, ich wähle mir hier zum Beispiel meine Schmerzensfalle. Und wenn ich dann die Leertaste für einen Kombo drücke,
Dann aktiviert sich die Flammensäule. Die Flammensäule, genau. Und so kann man sich hier seine eigenen Kombos zurechtlegen. Und es geht sehr viel darum, dass man in dem Game herumläuft, also im Kampf. Jetzt nicht so, es gewinnt nicht der, der am meisten HP und Stärke und alles hat und dann einfach rein rechnerisch im Kampf überlebt, sondern man muss hier ausweichen, verschiedenen Special-Fähigkeiten, AOEs ausweichen, blocken und so weiter. Das gehört alles zum Spiel und da muss jede Klasse sehr viel Movement reinbringen. Aber auch PvP spielt eine Rolle, es gibt Schlachtfelder und so weiter. Quest angenommen, der Prolog endet. Diese Quest, die führt mich in die Höhle hinein. Jetzt ist auch hier die Barrikade hier geöffnet. Ich soll Numlock drücken, um automatisch zu laufen. Dann machen wir das mal. Ja, sehr fein. Automatisch laufen kann auch der Gute. Die Quest ist abgeschlossen und ich komme jetzt hier hinein in eine Höhle, in ein neues Gebiet, in einen kleinen Dungeon. Und kann da auch ein bisschen herumspringen jetzt. Also auch das Hüpfen wird es einige Jump-and-Run-Einlagen später noch geben. Also es ist definitiv ein MMORPG der anderen Art. So, auch hier. Wer da nicht drauf hüpft, im Prinzip, glaube ich, kommt man sogar gar nicht weiter. Also man kann sich nicht verweigern. Nein, ich hasse Super Mario und Banjo-Kazooie. Ich möchte überhaupt nicht springen hier. Ich bin ein MMORPG-Spieler. Ja. Das ist leider hier falsch. So, dann tauchen wir mal ein. So sehen immer die Zonenübergänge aus. Ja, ich möchte zu den Klippen der Insel der Dämmerung. Wir kommen dem Ganzen schon immer näher. So, da wird gezont. Bildet Gruppen um gefährliche Feinde. Wow, zu schnell gezont. Ich konnte nicht mal den Tipp des Tages lesen. So, hier sind nun die Klippen. Wow, die Kamera vibriert. Oh, Gestein fällt zu Boden. Die Brücke ist eingestürzt. Ihr müsst schwimmen. Wow, okay. Jetzt machen wir hier. Ach du meine Damen und Herren. Und nun mit der Startnummer 16. Herr Spieletritt mit einem dreifachen Auerbacher. Wuhui. Platsch. Ja, die Punkterichter heben die Zehen. Das war mal ordentlich. Das war mal sehr ordentlich. Okay, klettern können wir natürlich auch. Alles funktioniert mit der Taste F. Mit F lootet man, mit F spricht man Leute an, mit F macht man so gut wie alles. Also die Maus kann man nur zur, kann, muss, soll, wird, darf man nur zur Bewegung von der Kamera verwenden und eben zum Weglaufen, zum Hinlaufen. Aber alle Interaktionen funktionieren mit F, was auch ziemlich angenehm ist, weil man dann nicht herumklicken muss. So, also klettern kann man auch, das haben wir jetzt schon mal gelernt hier. Ihr werdet bald in den Kampf eintreten, lest die Beschreibung der Fertigkeiten durch. Also, das muss ich jetzt nicht so durchlesen. 1 macht Schaden, 2 macht Schaden, Angriff 3 macht Schaden, Angriff 4 macht auch Schaden und der Zauberer macht Schaden und die Gegner sterben, wenn sie Schaden fressen. Also, ich denke mal, so kompliziert wird das nicht sein. Aber wo sollen jetzt hier die Mobs sein? Oh, da haben wir schon einen Zombie. Der klettert da aber ziemlich langsam rauf. Er muss erst von mir trainiert werden. Okay, dann geht's auf. Ich habe auch einen Auto-Attack mit der linken Maustaste. Wenn ich da einfach drauf bleibe, ist echt wie in einem Shooter. So praktisch mein... Oh, jetzt versteckt er sich hinter der Säule. Praktisch wie in einem Shooter zielt man, visiert man hier die Gegner an. Ein bisschen einfach ist es schon. Also es gibt keine Headshots oder sonstiges. Und die Gegner werden auch sehr großzügig anvisiert. Also wenn ich jetzt hier nur ganz knapp dran bin, treffe ich sogar schon. Also ich muss den nicht wirklich genau im Visier haben. Aber im Prinzip geht es doch darum, auch zu zielen und zu treffen, weil da nimmt man nicht einfach mit Tabulator den Gegner ins Target und steht dann eigentlich 3,5 Kilometer weiter weg, sondern hier funktioniert eben alles so. So, jetzt probieren wir mal die Special Abilities aus, die Skills. Was hast du da alles? Ja, Sperrfeuer kann ich auch aktivieren, wenn ich die F-Tasten drücke, aber ich finde die F-Tasten für Skills einzusetzen, finde ich eher suboptimal. Das werde ich mir dann noch alles anpassen und die auf ERT und solche Sachen legen. Und ich glaube, so viele Angriffe wird es hier gar nicht geben. Gut, Eisnadel verlangsamt den Gegner. Das ist mal sehr fein, denn das wird man wahrscheinlich zum Kiten benötigen. Ja, da hat er so eine kleine Eisbarriere und ist jetzt wirklich ziemlich langsam. Schauen, wenn die Gegner rankommen. Aber ich kann die rechte Maustaste klicken. Da habe ich einen anderen Skill drin, der Rückschritt. Da springt er automatisch zurück, praktisch zum Ausweichen. Also wirklich sehr genial, das Kampfsystem. Freue ich mich schon sehr darauf.
So, jetzt erklärst du mir zum 500. Mal, was meine Fähigkeiten machen, aber tut mir leid, ich bin nicht komplett neu, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber da muss man durch. Da muss man durch im Prolog. So, wo sind da die Mobs? Hier sind die Mobs. Die mit der roten Leiste sind die Mobs, die mit der blauen Leiste sind die guten. Das wird dann wahrscheinlich auch im PvP später mal eine Sache. So, Leertaste, frostiger Rückstoß. Ah, den habe ich auch. Das war jetzt zum Beispiel einer von den Kombos. Dann verlangsamen wir die mal. Ich springe nochmal zurück. Die spielen hier Frisbee mit mir, was ich auch sehr angenehm finde. Also man sieht wirklich, was die Gegner für Skills hier haben und muss dementsprechend auf diese reagieren. Ich glaube, jetzt bin ich sogar ausgewichen. Ich habe jetzt noch mehr Lebenspunkte als normalerweise üblich durch die Ausdauer, aber das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer erklären. Die Ausdauer ist jedenfalls, je mehr man im Kampf spielt, dann sinkt die Ausdauer. Die kann bis zu 100%, also die kann auch runterfallen auf 0%, kann bis zu 120% erreichen. Wenn sie auf 120 ist, sieht man hier, hat man sogar 20% mehr Lebenspunkte, Attribute und so weiter. So, sind das jetzt alles noch die Gegner? Oh, das sind alles noch die Gegner. Wo sind die ganzen Soldaten hin? Männer, wo seid ihr? Jetzt ist es hier wirklich angenehm ruhig. Als ich meinen ersten Charakter erstellt habe, den Hornling, ging hier die Post, aber man hat hier nicht mal irgendwas machen können. Aber das ist jetzt wirklich sehr fein. Da sieht man auch was vom Kampf. Da werden noch ein paar Bosse kommen am Anfang. Aber keine Sorge, Level 20. Das wird bald auch noch wieder Level 1. Und man fängt praktisch so wie jeder andere auf Level 1 an. Wen haben wir hier? Oh, der zeigst du mit dem Finger auf mich? So gehört sich's aber nicht. Er weicht aus, obwohl ich gar nichts gemacht habe. So, jetzt bin ich gespannt auch, ob... Der läuft nur mir hinterher. Und da kommt auch schon der Nächste. Jetzt bin ich gespannt, ob man besser trifft, wenn man wirklich genauer trifft und das dann mehr Schaden abzieht. Das Monster rast vor Wut. Es rast vor Wut. So, dann spring mal zurück mit... Okay. Ist doch etwas anders als mit dem Waldläufer, mit dem Bogenschützen, den ich schon angezockt habe. Mit der Taste C habe ich auch noch was. Was machst du mit C? Oh, ihr könnt diese Fertigkeit nur benutzen, wenn ihr niedergeworfen wurdet. Also der Kampf, beziehungsweise die Kämpfe allgemein im Terra, die werden schon ordentlich, sage ich jetzt mal. Und das muss hier noch weiter rauf. Eher oder weiter rüber. Also mit dem Interface muss ich noch schauen, dann später werden auch noch einige Sachen dazukommen wahrscheinlich. Einige auch wieder wegfallen. Jetzt dreht er sich sogar. Pirouette. Sind noch Gegner? Auf der Minimap sehe ich auch die Gegner eingezeichnet. Jetzt müsste... Oh, wieder ein fetter Meteor einschlagen. Und mir hier den Weg freibahnen zum nächsten Bossus Longus. Hier, wo ist der Boss? Da haben wir einen Zauberer. Oh, einer von mir, einer von meiner Sorte. Aber der muss leider weg. Jetzt mal schauen, ob das ein AOE ist. Hat jetzt leider nur einen getroffen. Was nicht so cool ist. Was ist die Taste 5 eigentlich? Vielleicht hätte ich mir doch die Fertigkeiten ein bisschen durchlesen sollen. Mana-Infusion. 25 Sekunden lang erhalte ich Mana zurück. Okay. Na gut, hätten wir das auch geklärt. Jetzt brauche ich mal diesen Froschsprung aus. Wham! Oh, nice. Und diese Spirale bei den Gegnern heißt wahrscheinlich, dass sie irgendwie gelähmt sind oder eben verlangsamt. Auch Stun-Effekte spielen hier eine große Rolle. Hier ist der Elion. Den sollen wir nämlich für die Story-Quest hier finden. Vielleicht wird uns der dann verfolgen oder auch nicht. Aber ich muss sagen, ich teile irgendwie mageren Damage aus. Ich hätte gern, dass es ein bisschen mehr ist. Immerhin bin ich Zauberer. Oh, das ist der 3. Ja, mit den Skills muss man ein bisschen zurechtkommen. Frostiger Rückzug. Die Kombos werde ich mir wahrscheinlich auch selbst zusammenlegen, nicht wie mir das Spiel das vorschlägt. Ist ja alles immer nett. Magma-Bombe heißt der. Ist ja alles immer sehr nett, was hier das Spiel meint, was man machen soll. Aber man hat da selbst wahrscheinlich auch andere Vorstellungen. Was haben wir hier für einen Buff? Lebenskraft. Genau, das ist der Buff für die Ausdauer, weil ich 9 Ausdauer mehr habe. So, Elion. Machst du hier mal auf, der Prolog endet, Quest abgeschlossen. Okay, ihr seid Spieler drin, stimmt's? Jawohl! Wie hast du das nur erraten? So, wow, Elion, ich muss schon sagen, wieso bist du so groß erstens? Und wieso bist du so stark, dass du so einen fetten Steinhaufen da wegklatschen kannst? Elion, er lebt, oh mein Gott, ich will ein Autogramm von dir, Elion, er lebt doch tatsächlich, es gibt sie wirklich. Wow. Lauft ihm jetzt nach? Oh, die laufen mir nach. Jawohl. Wuhu.
dringt weiter vor. Na gut, dann dringen wir mal weiter vor zu dem hüpfenden Pfeil. Der hüpfende Pfeil ist richtig geil. Der zeigt steil in den Boden hinein. Wow, wen haben wir da? Kumas Dämon. Oh mein Gott, schon mal was von... Oh, Nordic Walking gehört, mein Lieber. Nur nicht zurückziehen. Oh, ich habe seinen Zorn mit diesem frechen Spruch erweckt. So, Frost, Rückstoß. Probieren wir das mal aus. Yes, nice. Das ist wirklich genial. Sehr viel Crowd Control wird hier eine Rolle spielen. In der Mitte oben sehe ich auch, wie viel Prozent Lebenspunkte der Junge noch hat. Also das dauert hier schon ein bisschen. Das ist auch generell so in dem Spiel. Da ist nichts mit kurzen Kämpfen. Also die Bosse sind da sehr ausdauernd. Da muss man auch eben, wie schon eingangs erwähnt, sehr viel herumlaufen. Man sieht schon, wenn sogar so viele NPCs hier auf den drauf klatschen. Wow, Frostrücksprung. Bin ich jetzt ausgewichen? Bin ich ausgewichen? Wieso habe ich seine Agro? Oder läuft... Ah, der läuft da nur rüber. Vielleicht probiert das jetzt mit Nordic Walking, was ich ihm jetzt keinen Tipp gegeben habe. Oder aber auch nicht. Aber hier wird nicht, keine Sorge, jetzt mit den größten Geschützen aufgefahren, einfach nur beim Tutorial, sondern so sieht es dann später wirklich aus in Instanzen und Dungeons, also das passt schon alles so. Grafik ist natürlich, hat sehr hohe Ansprüche auch an den PC, genauso wie das Downloaden und Patchen des Games, aber hey, es ist kostenlos und wenn man da dann einige Monate drin verbringt, muss es einem das wert sein. Ja, das ist eine Magma-Bombe. Ja, okay, manche Kombos sind aber in meinen Augen noch recht sinnlos, weil ich die Skills ja auch selber klicken muss und da nicht extra auf die Leertaste dann für den Kombo. Aber da kann man sicher noch einige Kombos zurechtlegen und dann drückt man einfach nur auf die Leertaste hier, dass man da nicht extra schauen muss, auf welcher Taste war der Skill nochmal. Man sieht auch, dass es sehr actionreich zugeht wegen den Abklingzeiten. Da zählt wirklich jede Sekunde. Wow, jetzt pullt er auch noch ein paar Mobs. Man sieht es in den Sekunden angezeigt, was ich sehr angenehm finde. Also ich sehe, wie viele Sekunden ein Skill noch braucht zur Abklingzeit. Das fehlt mir leider in einigen Games. Da sieht man die Abklingzeit nicht so offensichtlich wie hier. Aber da geht es eben auch sehr drum. Hey, ich habe ein paar Buffs. Sind die von mir selber? Da rechts oben muss ich mal kurz checken. Alles noch Neuland. Starker Wille erhöht die Konstitution um 35% und Wutausbruch erhöht die Kraft um 35%. Entweder ist das von mir selbst oder haben mir das meine Begleiter hier gegeben. Das Monster ist erschöpft. Konzentriert eure Angriffe. Okay, ich muss mich konzentrieren. Das Monster ist erschöpft. Ausweichen. Die Gegner sollen noch angeblich, was ich mich erkundigt habe, irgendwie rot leuchten oder kurz einen roten Augenzwinkerer machen, bevor sie eine Special-Fähigkeit loslassen. Und gleich geht er down, gleich geht er down. Dass man einfach weiß, wann man ausweichen muss. Scheibenreißer. Okay. Wow, 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 wow. Da war gerade so ein kleiner Runenkreis am Boden, aber das war anscheinend nur ein Buff. Okay, also die buffen uns hier. Das ist nett. Kamera wackelt wieder. Es gibt auch einige Zwischensequenzen in dem Game und noch größere Bosse. Ui. Ui, 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 ui. Oh mein Gott. Ich sehe auch immer, wenn das Zielfernrohr, wenn mein Visier einfach nur so dasteht, dann bin ich noch zu weit entfernt. Ich habe eine Range von 15 Metern. Wenn ich aber näher gehe und dann kommt auch dieser Kreis drumherum, dann weiß ich, jetzt bin ich so nahe, dass ich dem Gegner auch Schaden zufügen kann. Er flüchtet. Er flüchtet. Unsere Truppen auf der Insel der Dämmerung wurden ausgelöscht. Nein. Und Elion, der Anführer der Expedition, wird vermisst. Der ist bei mir. Elion ist einer der größten Helden Valkyrs. Daher ordnete die Föderation eine Suche an. Und wer muss suchen? Ich natürlich. Doch Samael, der Kommandant in Velika, mahnte zur Vorsicht, da die Föderation keine Truppen an der Argonenfront entbehren kann. Elions Bruder Lian forderte ein sofortiges Handeln und begab sich zur Insel der Dämmerung. Na, jetzt geht's los. Samael bot Unterstützung in Form junger Rekruten an, die im Zuge ihrer Ausbildung Elion suchen
und die Insel erforschen soll. Pegasus! Er fliegt, ohne seine Flügel bewegen zu müssen. Von Elions Heldenhaftigkeit inspiriert und voller Tatendrang seid ihr einer der Ersten, die sich zum Dienst melden. Einer der Ersten, Kosmos, glaubt dir doch kein Mensch. So viele spielen das Game schon. Ich bin einer der Ersten? Lüg mich nicht an, du Sprecher. Wissen ist Macht. Questtexte geben oft Antworten auf die Fragen. Zwischensequenz. Da, die Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Hey, das bin ich. Ha! Der, bin der ich. Wagt sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Wo bin ich? Wo bin ich? Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch. Meldet euch zum Dienst. Da bin ich dabei. Generation. Ich bin im Fernsehen. Oh mein Gott, ich bin im Fernsehen. Ja, ich bin in einer Zwischensequenz. Für die Föderation! Er fliegt schon los, er fliegt schon los! Flieg, mein Guter, flieg! Schöne Landung und Telemark! Oh mein Gott, die Punkterichter sind schon wieder begeistert von Spieletrends, Leistungen hier! Wow! Ulala 2! Eine links, eine rechts, oder wie? So! Und damit bin ich bei der Insel der Dämmerung angekommen. Jetzt geht's so richtig los. Ich bin Stufe 1, habe wieder mal keine Skills. Alle Skills sind weg. Die Minimap ist dafür gleich geöffnet, sowie die normale Map. Jetzt werde ich noch kurz ein bisschen mein User Interface anpassen. Und dann geht's weiter mit Let's Play Terra mit dem Zauberer.